Wir Juroren sind auf den Landesbetrieb Hessen-Forst gekommen, weil die realisierte Anwendung besondere Neuerungen enthalten, die für den täglichen IT-Betrieb für viele Unternehmen wichtig sind, nämlich die Auseinandersetzung mit Geodaten und den Sicherheitsaspekten wie Single Sign-On. Und das waren ausschlaggebende Argumente, sich näher mit dieser Anwendung zu beschäftigen. Der Landesbetrieb Hessen-Forst hatte 2008 entschieden, eine zentrale Datenhaltung einzuführen. Grund war, dass wir zentrale Daten der Holzlogistik und Kundeninformationen nicht zeitgemäß weiterverarbeiten konnten, durch nächtliche Replikationsläufe im Batch-Modus. Wir haben umgestellt auf eine zentrale Oracle-Datenbank. Das bedeutete, dass wir in allen Fachprogrammen den SQL-Dialekt ändern mussten. Das hieß, in allen Anwendungen und Berichten die SQL-Statements anpassen, SQL-Funktionen zu ändern und alle Datenbanktrigger neu zu schreiben. Das für den Holzkunden bereitgestellte Holz wird von mir hier vor Ort im Wald aufgenommen mit dem Recon-Gerät. Ich versehe die Daten, die in Datensätze mit GPS-Koordinaten, die ich dann zu Hause aus meinem Büro heraus direkt via Datenleitung ans Forstamt überspiele. Dort kommen sie in die zentrale Datenbank und können weiterverarbeitet werden. Und am Forstamt kann direkt die Abfuhrkarte für die Fuhrleute erstellt werden, die wir dann per LDAT-Dateien und so weiter an die Holzkunden weiterleiten. Wir haben uns für ein Real Application Cluster für Oracle mit 2 Knoten für die Fachdatenbank entschieden. Ein weiteres Real Application Cluster wurde für das geografische Informationssystem von Hessen-Forst aufgebaut. Mit einer Standby-Datenbank haben wir eine weitere Ausfallsicherheit erzielt und örtliche Unabhängigkeit. Die Standby-Datenbank gibt uns auch die Möglichkeit, die Datensicherung, Test-, Referenz- und Entwicklungs- sowie Schulungssysteme herstellen zu können, ohne das Produktivsystem zu belasten. Die zentrale Oracle-Datenbank sollte uns ein Echtzeit-Buchungssystem zur Verfügung stellen, damit wir die Herausforderung der Holzlogistik besser meistern können. Kundendaten stehen heute schneller zur Verfügung, Geschäftsberichte können zeitnah erstellt werden. Dass wir eine höhere Performance in dem größeren System erzielen konnten, war für uns eine positive Überraschung. Durch diese Konsolidierung und Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte ist der tägliche Aufwand für die Administration deutlich vereinfacht worden. Und dadurch werden natürlich auch im täglichen Betrieb Kosten gespart. Die weiteren besonders wichtigen Themen sind die Zukunftsorientierung, die Einbindung von Geodaten, um damit natürlich Prozessoptimierungen zu beschleunigen, sodass als Beispiel noch nicht gefällte Bäume bereits verkauft werden können und das natürlich idealerweise draußen im Wald erfasst werden kann und aber schon in der Zentrale diese Informationen dann vorhanden sind, weil sie mobil übermittelt worden sind. Oh!